Gerne. Haben Sie nicht gerne? Nein, also wirklich nicht. Ich hätte auch lieber Kaffee gehabt. Schon nicht. Trotz ehrlich, ist ein Gast, der ungeduldig ist. Ach, danke vielmals. Das ist eigentlich freundlich. Ja, also nicht zu sagen. Ja, ich hätte auch gerne so einen Tee. Das ist Kamillentee. Nein, also alles, was recht ist. Hätten Sie das nicht gerne? Merci. Nicht schlecht, oder? Oh Gott, ich habe lieber Milch drin. Wie? Ich habe lieber Milch drin. Wo kannst du bestellen? Gibt es alles noch? Dazu, ja. Ja, das ist langsam. Haben Sie es nicht so gerne? Ja, ich habe. Ich habe ja auch nicht in den Kochtopf hin, oder? Nein, in den Kochtopf. Ich koche nicht selber. Nein, nein. Ja, aber los. Oder? Ich hoffe jetzt, ich bestelle so einen schönen, grossen Steak, dann haben wir auch die Hälfte weg. Excuse me. Haben Sie? Darf ich den haben, den Express? Ja, ja, danke vielmals. Ich kann eigentlich nur dümpfen, also ich kann nicht, nicht ganz wollen. Haben Sie das gelehrt? Gelehrt? Ja. Ja, das mache ich etwa die so. Ja, ja, ja. Einfach dem anderen überlangen. Ja, ja, also lieber ja. Habe ich Milch. Sind Sie betrunken? Nein, nicht. Absolut nicht. Ist besser weiter so. Das sind nicht gern drauf, wissen Sie. Du musst immer so lange warten hier im Kaffee. Das Gleiche passiert oder etwas Ähnliches. Müssen wir noch rasch hören? Können wir recht rasch hören? Die Trompeten gehen nicht auf. Wir bleiben auf dem gleichen Ton. Die nächsten Töne sind aber nur Nein, das war also eindeutig am Anfang. Das ist ja wahnsinnig. Wenn wir also schon schauen, das kostet irrsinnige TV-Konzessionen. Da spielt einer falsch. Recht. Falscher Ton, ne? Passet auf, es ist im Sopran, man hört es ganz eindeutig. Wobei jetzt einmal auch noch eine Klarinette irgendeinem Ort ein bisschen geschnifflet hat, im ersten Teil schon. Trompeten bleiben auf dem gleichen Ton und da geht es rauf. Ja. Vor dem ersten Teil. Halt! Halt! Puh, das war ja wahnsinnig, das war ja ganz verrückt. Also der Anfang war sehr gut, nachher hat es wieder angefangen. Plötzlich ist wieder einer gekommen. Der Anfang war tiptop, aber sie, so müssen wir abbrechen. Was können wir da machen? Es wird doch einer das Gefühl
Ja, wir können jetzt ein Schloss einziehen, wenn das. Ja, schön. Okay. Wir begrüßen Sie in unserem Fotoautomaten und möchten Ihnen bei den Bildaufnahmen gerne behilflich sein. Also fang an. Befolgen Sie bitte unsere Anweisung. Wir beginnen mit der kurzen Vorbereitung. Erstens, lockern Sie bitte die Mundmuskulatur, indem Sie ihn 5-mal möglichst weit öffnen und wieder schließen. Er lag doch mir. Zweitens, um die Backendurchblutung anzuregen, empfehlen wir Ihnen, diese von außen nach innen kräftig zu massieren. Die Gesichtsbacken, versteht sich. Und das sind Spinsierer, du. Drittens, um die Augen möglichst groß erscheinen zu lassen, schauen Sie bitte nach oben und ziehen Sie die Haut unter den Augen nach unten. Dies 5-mal. Hey Gott, ich glaube, die machen da Laberin. Achtung, wir schreiten nun zu den Aufnahmen. Drehen Sie bitte Ihren Kopf etwas nach rechts. Achtung. Aufnahme. Drehen Sie bitte Ihren Kopf etwas nach links. Achtung. Aufnahme. Nun von vorne mit geschlossenem Mund. Achtung. Aufnahme. Wieder von vorne. Bitte lächeln. Nicht so blöd. Achtung, Aufnahme. Sie folgt gleich. Achtung. Erstens, lockern Sie bitte die Mundmuskulatur, indem Sie ihn 5-mal möglichst weit öffnen und wieder schließen. Kontrollieren Sie Ihre Haare. Befeuchten Sie diese oben an der Stirn mit etwas Speichel. Was sollten Sie? Was? Stehen! Ja, jetzt. Zweitens, um den Glanz der Augen zu steigern, bitten wir Sie, die Luft mindestens 10 Sekunden anzuhalten. Je länger, desto besser. Drittens, um die Augen möglichst groß erscheinen zu lassen, schauen Sie bitte nach oben und ziehen Sie die Haut unter den Augen nach unten.
Dies fünfmal. Um ihr Lächeln angenehmer erscheinen zu lassen, empfiehlt es sich, die Zunge etwas anzutrocknen, indem Sie diese für 10 Sekunden etwas heraushängen lassen. Um die Lippen zu entspannen, machen Sie bitte einen spitzen Mund, den sogenannten Kussmund. Achtung, wir schreiten nun zu den Aufnahmen. Über Kreuz? 7 Meter über Kreuz gehen. Das ist ja klasse. Das ist viel zu hell. Ah, hier.
interessant ist, was kennt sie? Da haben wir ein Loch gemacht. Da kommt sie rein. Jetzt wäre ich froh, wenn sie könnte hinein und dann ein bisschen das Bein rausheben. So. Ah. Was fällt denn dir ein? Du machst wieder. Ja. Ja, also. Ja, da kommst du nicht raus, da lebige drin. Das ist schon der. Das ist lebige drin. Hübsch nicht mal. Nein, nein, ist doch kein Mann. Jesus Gott. Jesus Gott. Das ist ja überrascht. Danke. Ob es war. Was? Spitzchen. Danke. Mein Gott. Danke. Bitte. Wie kommt der Rad dazu, sie muss einstecken zu früher? Danke. Aha! Mama! Was haben denn Sie unter dem Auto unten? Gottes Wille! Was haben denn die da unten? So, auf unserem Weg hat es schon viele Männer. Aber dass ich ein Huhn überfahren habe, kann ich mir nicht vorstellen. Also, es wird in meinem Alter Nacht hier, keine Ahnung. Hat es viele Hühner, die dort wohnen? Ja, sagen wir, auf dem Weg hat es schon Hühner, aber ich habe noch nie eins überfahren. Noch nie etwas gesehen. Ja, Sie haben sicher, haben Sie nicht gespürt, den Schlag? Ich muss mal schauen, ob vielleicht. Also, ich muss mal schauen, ob. Wenn ich funke, ob der. Hallo, Verkehrskontrolle Wolf, bitte melden. Kantonspolizei, Wachmeister Keller. Ja, hallo. Wir haben hier einen Huhn gefunden unter einem Auto. Ist da etwas gemeldet worden? Können Sie das mal nachprüfen, einen Moment bitte? Dürfen Sie nachschauen, ob das Huhn eine goldige Ring am Fuß hat? Jawohl, das hat's. Ja, hören Sie, das Huhn wird tatsächlich gesucht. Das habe in Kopenhagen den ersten Preis gewonnen und sind über 400 Franken wert. Nehmen Sie ihn raus. Jawohl, merci. Ja, 3 bis 3 müssen wir schon rechnen, ja. Ja, die Dame wird wieder heimfahren, nicht? Sie kann im schlimmsten Fall, wenn es ganz dringend ist, eine Kaution hinterlegen. Sie müssen aber den Wert des Tieres und noch für die Spesen 100 Franken, in diesem Fall wären das 500. Bitte hinterlegen. 500 Franken hinterlegen. Merci. Ja, tun Sie das bitte melden.
Jawohl. Ja, das ist nicht möglich. Das Huhn kann ich unmöglich heute überfahren haben. Jetzt komme ich von Bümplitz, in Bremen, im Ecke, im Jägergang, in Waldich. Dort hat es kein Huhn gehabt. Dort habe ich weit und breit kein Huhn gesehen. Und dann komme ich durch die Stadt durch, und hier außen um. Das ist unmöglich. Wenn ich es überfahren habe, ich es am Sonntag überfahren. Weil heute und gestern war der Wagen nicht aus. Also, wie lange muss ich hier warten? Das kann natürlich ein Tag gehen, nicht? Bis wir die Flursicherung. Ja, das ist eine unnötige Sache. Das ist ein teures Huhn, sehen Sie, das ist, wenn ja, das ist doch mir gleich, ob das ein teures Huhn ist oder so. Wenn ich es heute überfahren soll, dann habe ich es nicht heute überfahren. Das ist nicht möglich. Ja, also, ich meine, mit einer Versicherung wird wohl Depot nur sein, oder muss ich gerade selber da bleiben, bis das Huhn zahlt ist. Gott, verdäle ich noch einmal. Dann habe ich noch eine Haftpflicht. Ja, es kommt auf den Bauer an, nicht? Ich weiss nicht, der Bauer hat schon dreimal angerufen, nicht? Ja, ja, zuerst wollte ich wissen, ob ich das Huhn überfahren habe, wenn und wo. Nein. Nein, Sie müssen nur. Sie müssen einfach auf eine echte Art abspringen. Das ist eine Drehtür. Sind Sie schon wieder da? Ja, mal, die Leute sind ja da. Der Fräulein kommt ja gleich raus. Ja, sie ist einfach raus. Einfach rausgelaufen. Ja, sehr fein. Machen Sie noch mal einen Versuch. Ja? Nein. Aber es macht ja auch Spass für mich. Nein, sicher. Ehrlich, nicht? Nein. Ehrlich? Ehrlich. Ehrlich. Jetzt muss ich Ihnen vormachen. Warten Sie schnell, jetzt mache ich eine Testrunde. Nur Moment. Ich habe auch das Gefühl, Sie können nur ein bisschen Türle da, wenn ich gerne nichts trinken. Sieh, da ist. Ich darf nicht zweiter rein. Ah, darum geht's. Nein, da ist ein Einplätzer. Ja, und wie kommen wir denn wieder rein? Nein, wenn Sie eins ums andere gehen, dann geht's. Geht schon. Nein, wenn Sie will, auch ein schön gepflegt miteinander einfahren. Ja, nein, so ja, ich muss auch nicht von der Pause. Ich habe mich lachen, wie wir da rumkommen. Ja, wir sind halt nicht konzentriert auf das Ablauf. Jetzt erst Sie, jawohl, und dann schon jetzt. Das ist ja sauglatt, ja? Das ist sauglatt. Ja, geht ja nicht. Ja, nein, also, ich habe früher noch immer den Plausch in den Drehtüren. Nein, aber ich weiß, ich komme gar nicht rein. Ja, was echt? Nein, ja, aber die Leute sind alle auch rein. Die Leute sind doch alle auch rein, jetzt, wo da rein sitzen. Ja, machen Sie noch mal eine Runde. Ja, dann können wir noch mal lachen. Dann können wir noch eine Nebelspalte. Was hat die noch? Nebelspalte, die noch. Gibt es so Kurs? Ja. Wie betrete ich eine Drehtüre korrekt? Das kann man nicht beeinflussen, oder? Dann stoppt irgendwann. Mit jetzt dort beim Galen, oder? Jetzt tut es oben aufleuchten. Jetzt geht es wieder beim. Muss man im Film. Sobald es aufleuchtet, muss man bremsen. B. Ja, in diesem Fall schon. Kommt kein Geld aus, oder? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt geht es hier wieder einen rauf. Ja. Bonus, das nächste Mal kommt wieder um 2 Franken rauf. Kann sein, dass es beim 20 stoppt, dann kommt es 10-fache raus. Das 4-fache raus, jetzt kommt es 2-fache raus. Und jetzt müssen Sie? Beim 2. Ah, das ist schon krass. Und jetzt kommt Geld. Jetzt kommt es 20. Aha. Ist das gut? Ja, sehr gut. Jetzt, Achtung, jetzt müssen Sie. Achtung, jetzt! Gut, jetzt müssen Sie drücken, oder? Nein! Hä?
Warum? Jetzt kommt aber nichts raus. Ne? Wissen Sie wieso? Weil Sie gedruckt haben. Ja, aber Sie haben doch auch Druck. Ja, nein, das gibt es ja nicht. Also jetzt kommt der Bonus, den muss man sowieso laufen, ist gratis. Ja, ja, ja. Oh, und jetzt? Komm weg, jetzt kommt es 20. Jetzt, was machen Sie jetzt? Ich gebe 20. Aha, jetzt nehmen Sie. Achtung! Jetzt sind Sie da einfach druck. Oh nein, das darf nicht wahr sein! Was? Hä? Jetzt sind Sie ihn verdruckt. Was? Jetzt kommt überhaupt nichts raus. Ja, da etwas herausgekommen. Er hat 20 mal 2 Franken, 40 Steinwerte. Ja, das macht er jetzt mit mir. Nein, es ist doch so. Ja, das ist ja wirklich. Das habe ich noch nie erlebt. Geht reindrucken. Nummer drucken? Ja, raus. Ja, Nummer raus, doch. Ja. Und wenn ich zahle. Was zahle? 20. Jetzt will drucken. Warte, nicht die Schnorre. Nicht die Schnorre? Nein. Jetzt hier drucken. Da. Dio Porco! Hä? Da, 20 Franken fort! 20? Komm, 40 Franken für mich, komm! Warum drucken du da? Ja, sie hat gesagt, drucken. Nein, nicht sagen, drucken du, Witz, komm, dein Geld da! Nicht am falschen Ort. Du, komm, wie 40 Franken für mich? 40? 40, komm! 20. Warum drucken? 20, 40, komm, dein Geld da! Und jetzt? Das ist auch nichts, hä? 20 Franken. Jetzt sind sie durch. Achtung, jetzt! Ja, du, ich weiss doch. Das ist doch, und dann können sie jetzt, oder? Heurige Halter, Heidi. Was? Doch einfach nur die Schnur, da haben wir ja nicht gegeben. Ja, kommt jetzt nicht aus? Nein, ich komme nicht. Ja, warum nicht? Haben Sie falsch Druck? Ja, falsch Druck. Jetzt. Ja, da wäre ja sowieso nicht rausgekommen, oder? Nein, nur 40 Franken. 40? Ja, 40. Ja, das geht mir jetzt an. Jetzt. Das war nicht richtig, was ich gesagt habe. Ja, war ist richtig. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ah, Sie wissen, wo ich drücke? Ja, denke schon. Jetzt haben jeder 20. Jetzt muss man hier. Da kann man auch drücken, sagen Sie. Jetzt, Achtung! Ja, Achtung! Dummer Herrgott, Kaiser, haben Sie doch wie ein Schiff. Hä? Ist nicht gut gewesen? Wollen das auch ein? Kommt der 20er. Schauen wir weg. Was heisst denn das 20er? Jetzt auch noch nicht gesagt, komm. Aber Sie auch nicht stören. Tönen Sie jetzt. Bis ruhig. Achtung, jetzt müssen Sie drucken. Du bist jetzt müssen Sie drucken. Also, gib mir 40 Franken. Bitte schön. Du hast da nichts drucken. Wir müssen drucken. Aber nicht du. Du hast einen Schafteck und du verdammt. Gib mir 40 Steine. 40? Ja, schau nur mal. Da. Au, oh, ja, jetzt bist du keiner mehr, Entschuldigung. Hä? Das ist wieder gut. Danke. Was heisst das B? Ja, für mich nichts. Was heisst nichts? Ja. Also, wir sind dann nicht ausgehen. Noch einmal reinschnorren, dann haben sie die Faust in die Schnorre, wie sie noch nie hatten. Das sag ich. Noch einmal. Fliegen Sie aber dort nicht mehr hinter. Das ist aber einer von mir im Fall. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, ich meine, Sie kommen raus. Ja, ich bin innen. Ja, aber jetzt sind Sie doch rausgekommen. Ja, aber wir auch nicht rein. Ja, mal, du bist ja schon Drehtüren. Wo? Ja. Das ist ja so. Da müssen Sie jetzt denken, die Garten so rum. Da müssen Sie ja eines von diesen Fächern. Ich kann schon manchmal auch da rein. Ja, das war Hanneli. Also ist das Ding nicht da? Natürlich. Jetzt gehen Sie mal, probieren Sie es noch mal. Ja, jetzt müssen Sie dort raus. Ja, jawohl, gerade raus. Dort, wo es kein Fenster hat, ja. Einfach dort, wo es keine Scheibe hat, müssen Sie durch. Wo es keine Scheibe hat? Ja. Wo ist der Fräulein auch? Wo der Fräulein jetzt auch? Jetzt warten Sie mal. Das ist ein Zeiger. Ich kann schon rein, gell? Ja, das sollte aufgehen. Das muss gehen. Ich meine, schau, die Leute sind auch da drinnen, oder? Nur ein und nicht mehr als drei miteinander. Das werden wir sie, gell? Und dann für sie. Als erst sie, aber. Gehen wir einfach alle machen gerade einen Vier und Pop da. Soll ich auch noch kommen? Warte, jetzt hauen wir das Haus gleich noch mal. Machen wir das Haus?
Sie müssen einfach gerade reinlaufen. Was ist der sogenannte? Ja, was? Ich zeige es dir mal. Das ist die sogenannte Drehtür, wissen Sie? Wo sie müssen, und dann müssen Sie einfach am richtigen Ort hineingehen, wo es eine Öffnung hat. Dort. Mal. Jetzt kommen Sie schon wieder. Nein, ich habe das Gefühl, Sie wollen gerne nichts trinken. Sie wollen nur ein bisschen natürlich. Hey, ich muss doch einen Japaner abholen. Japaner? Also, ich würde Ihnen sagen, wenn ich den sehe. Aber Sie sind nicht vom Telefon. Wie kommen Sie da drauf? Wieso? Ja, weil das auch nur dort passiert. Weißt du, solche Sachen? Solche Dinge passieren. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, was, ja, was soll ich mit... Ja, schon nicht, aber da rein vielleicht. Da ist die Kamera, da rein. Ja, da. Ich kann Ihnen schnell zeigen, ich kann ein bisschen mehr mit Ihnen parkieren. Das wäre sehr nett von Ihnen. In das Loch hier? Ja. Tun Sie mir schnell. Führen. Gut, Moment. Sagen Sie nicht halt. Ich warte auf Ihren Stoppzeichen. Ich habe so da gemacht. Ja, das heisst für mich «Ho». Nein, ich habe so da. Stopp. Also, machen, ja, genau. Ganz genau. Ja, heute macht man auch so. Tun Sie nicht Auto fahren? Ja, doch, aber. Also, ich meine, ich habe Ihnen doch wirklich gezeigt, dass so heisst für mich «Hopp, komm, nicht stopp», oder? Ja. Gell, Sie? Ja. Ich meine, das. Beim Militär macht man so. Genau. Habe ich auch so. Jo, Gott, ich ich habe Ihnen wirklich gezeigt. So also heisst doch Stopp und das macht der Polizist auch so. Ich habe mich auf Sie verlassen, oder? Jetzt leck mir den Schaden. Also, ich meine, das ist ja da gegangen. Grüezi, sind Sie? Grüezi. Ist das Ihr? Ja, leider. Ja, der Herr da. Ja, sind Sie ja, gefahren? Ja, nein, ich bin nicht gefahren. Ja, nein, ich bin gefahren. Aber Sie sind gefahren? Ich habe es auch da gemacht. Sie haben ihm gezeigt? Ja, ich habe so und habe die Hände aufgerührt. Ja, das ist halt falsch. Ist halt falsch im Prinzip. Er rührt Hopp, oder? Hopp, nein, habe ich nicht Hopp gerührt. Nein, ja, nicht. Ja, wie haben Sie gezeigt? Er hat gesagt, ich habe so gemacht und machen so. So? Ja. Zuerst so. Das ist eben im Prinzip falsch, nein, oder? Es gibt ja seit dem 1. Januar ist ja das internationale Zeichen gekommen, dass man einem Automobilist die Distanz angibt. Ja, oder dann kann der sich genau orientieren. Und wenn es gut ist, müssen Sie eindeutig zeigen. Ja, ich habe ja wirklich so gemacht. Oh je, ja, das passiert, ist natürlich ohnmächtig. Sie übernehmen natürlich in so einem Fall Verantwortung als Zeiger. Ja, nein, ich sollte dringend gesagt, weg. Gesagt, wenn Sie nicht einen anderen Parkplatz sehen, dass es eng ist, haben Sie gesagt, nein, Sie müssen 50 Kilo schweres Paket aufladen. Ja, das nützt mir nicht. Jetzt ist der Karre kaputt, oder? Das kommt etwa auf 500 Stutz. Ja, meine, wir sagen der Polizei nichts und sie übernehmen den Schaden. Ja, nein. Also, ich meine, wenn Sie recht sind, erstens bin ich bei Ihnen nicht angestellt. Und zweitens habe ich Ihnen gezeigt, dass so stoppt. Das heisst wirklich Stopp, wenn man so macht. Wenn ich vorher so. Ja, aber wahrscheinlich zu spät, oder? Wahrscheinlich wäre ich nicht schon drauf oben. Ist ja wirklich noch wäre ich nicht schon drauf oben. Aber Sie, ich sollte dringend weg. Das ist natürlich etwas Ohnmächtiges. Wenn nicht noch der Motor ist kaputt schon, ist. Ich noch einen Meter gefahren. Ich habe Ihnen gezeigt. Das haben Sie ja gesehen. Ich habe es auch so gemacht. Kommen Sie, da stelle ich meinen Gumbi über 5,20 Meter. Da rein? Ohne, dass Ihnen jemand zeigt? Ohne einen Zug. Ja, aber dann schauen Sie mal. Ja, und Sie müssen das ja langsam machen. Wer ist das schon? Ich kann Ihnen berichten. Wer ist das? Ja, er. Sie? Wie viel?
Er hat gezeigt, oder? Ja, ja, jetzt machen Sie einen Punkt. Jetzt kommen Sie und sagen, Sie könnten mir zeigen, wie wir da hier. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Und ich habe gesagt, halt. Ja, oh, ich verstanden, hopp, oder? Ja, ja, kommen Sie. Sie haben gezeigt. Ja, kommen Sie vor, wir machen doch kein Affentheater. Mit dem Garach, der drauf los ist, also nein. Ich kann für einen Stopp zeigen. Ja, nein, sagen Sie, wohin Sie gerne das Auto fahren. Ja, ein Fahrlehrer. Das muss ich ja wirklich fragen Sie. Nein, nein, also, das ist dann zu viel. Und zeigen, oder? Ich meine... Nein, nein, ja, da kann ich ja gerne nicht mehr dazukommen, wenn Sie das auf den Knebel drücken. Ja, hören Sie doch auf erzählen. Nein, nein, um Gottes Willen. Erstens ja, mal hätten Sie müssen weiter vorfahren, oder? Und dann noch hier da einschwenken, da kommt man doch mit einem Volvo, mit einem riesen Amerikaner rein, nicht mit so einem Göppeli. Ja, weg, nein. Fahrlehrer hat mir gesagt, ziemlich zügig, oder? Und dann mal schauen, ob das jemand hat. Wo gehen Sie schon? Ja, ich habe schon lange Prüfung gemacht. Das schon. Wissen Sie, ich bin jetzt dran, Prüfung machen. Ich ja. So lehre ich nicht parkieren. Ja, ich habe es auch nicht so gelernt. Er ist schon Kopfertore mit Vollgas hinten. Ja, wie haben Sie gezeigt? Wie? Ich kann ja überhaupt nicht können zeigen. Sie haben gar nicht gezeigt? Ich habe gesagt, jetzt sollen Sie vorne abbrechen. Ja, dann können Sie also auch nicht sehen, wenn Sie gar nicht zeigen. Und schon ist er da hinten gewesen. Wie wenn, ja, wegen dem Fragen, sind Sie abgeschleppt auf dem Gas? Nein, nein, abgeschleppt bin ich nicht. Ja. Oder mir hat der Fahrlehrer gesagt, immer ein bisschen rassig parkieren. Ja. Und wenn ich schon jemanden habe, der mir zeigt, oder? Jetzt wette ich, es geht mir ja zwar nicht an, aber jetzt wette ich Ihren Fahrzeugausweis sehen und sehen, wie lange Sie Auto fahren. So fragt man auch die Sie geben uns ein Pfand oder lassen die Polizei nicht kommen? Was muss ich Ihnen geben? Ein Pfand. Sie? Haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Ja, dann gehen wir auf die Polizeipost. Kommen Sie. Ja, aber schauen Sie doch können den Schaden. Sie nein, schauen ja. Sie Was meinen Sie? Einmal hier dran, einmal hier dran. Sie trägt ein Produkt. Ja, das ist ein altes Auto. Da. Ja, aber ja. Schauen Sie jetzt mal, der ist kaputt. Ja, probieren noch mal. Können Sie mir schnell zeigen? Das, ja, ja. Warum meinen Sie? Ich hatte ein bisschen Mühe mit Parkieren. Ja, man sieht es. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Es ist schon ein Salz, oder? Und das da?
Mies, ja. Und nicht so drauf an. Aber ein bisschen getrunken haben Sie da? Getrunken? Ja. Nein. Machen wir noch mal einen Test oben. Sind wir so parkieren? Nein, nicht immer. Ja. Haben Sie Papier da? Nein. Für ein Fahrzeugausweis? Nein, nein. Soll ich, warte schon. Nein, dann sollen Sie jetzt doch einsteigen. Ah, gut, das steht gut. Oh, Sie! Verhaften Sie den Mann heute. Wir haben nämlich nur ein Teleboy-Experiment gemacht. Schauen Sie, dort ist die Kamera. Wollen Sie mich wieder raus? Durchsetzen kann. Die Frage aber auch. Exklusiv von Playtex dehnt sich nach allen Seiten. Eduard Zimmermann berichtet in der nun folgenden Stunde über ungelöste Kriminalfälle. Dazu schalten wir um zum zweiten deutschen Fernsehen. Wir schalten sofort um. Ich nehme an, es wird gleich soweit sein in wenigen Sekunden. Oder sollte sich eine kleine Panne ergeben haben? Ja, es scheint so. Wir warten auf die Umschaltung nach Mainz, damit Eduard Zimmermann auch Sie zu seinen Gehilfen machen kann, damit Sie ihm helfen können, diese vielen ungelösten Kriminalfälle einer Lösung zuzuführen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin offensichtlich vergessen worden, auszuschalten. Ich hoffe, der Beitrag folgt demnächst. Ja, und da wir weiter auf die Zuschaltung nach Mainz warten müssen, was kann ich Ihnen sonst noch bieten, meine Damen und Herren? Ja, ein weiterer Hinweis für morgen Abend. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben eine Riesenpanne. Leider kann ich Ihnen gar nichts sagen zurzeit. Ich versuche mich nochmals zu erkundigen. Hallo, was ist los? Diese Sendung steht morgen Abend um 21.45 Uhr auf dem Programm. Und das wäre nun das Stichwort für unsere Umschaltung zum zweiten deutschen Fernsehen, denn um Kriminalgeschichten, allerdings leider um wahre Fälle, geht es bei Eduard Zimmermann. Bis wir soweit sind, möchten wir Sie unterhalten mit etwas Musik. Ich verabschiede mich für einen Moment und versuche, Näheres zu erfahren. Sie sehen Sie, Entschuldigung. Rapperswil, Sie sind ein bisschen bekannt. Ja, so mehr oder weniger. Eben, ich möchte gerne Kinder so spazieren und habe hier ein Stadtpländchen. Wo muss ich jetzt? Wollen Sie spazieren? Ja, jawohl, ja. Nein, das tut natürlich verschiedene Gelegenheiten. Ja, eben, jetzt habe ich das Pländchen. Könnten Sie? Könnten Sie mir nicht zeigen, wo durch da? Warum? Jawohl. Da haben wir einen Bahnhof. Ja. Jetzt könnte man eigentlich die Unterführung durch. Jawohl, das wäre Zeitennot, 58 hier. Ja. Und eine Führung. Ja. Da kommen Sie. Die vordere Mitte Bruchkante. Da kommen die Dinge, die Technik drunter. Jawohl. Das ist. Ist das das hier? Ja. Dann laufen die alles am Strandweg nachher. Ja, aber da ist Zeitennot 77. Ist das das? Ja, es hat da verschiedene Wege. Da ist das keine Wanderkarte, oder? Nein, das ist nichts. Wissen Sie, das ist irgendwie. Ich weiss, was da. Was betrifft. Das ist mehr für Architekt oder etwas Geiz. Ist echt das. Oder? Das ist das irgendwie. Einreihe, Bruchkante 51. Ja. Da haben Sie. Hä? Hintere Schulter einhalten. Ja, wissen Sie, das mit dem habe ich nie etwas gesehen. Schau jetzt, da steht gerade hintere Schulter einhalten. Ja, eben, ja. Ja, ja. Machen wir Schnittmuster raus. Ja, das ist nicht mit Kanalisationen, wie Ihr Mann meint, oder? Ja.
Was heisst das? Achsel? Das ist ein gekauft. Nein, da unten, da so einem so ein Lädeli da. Achsel. Ja. Fadenlauf. Ja. Bruchkante. Das ja. ist ein Schnittmuster. Sie, darf ich Sie schnell etwas fragen da? Messi, ich sollte euch, ich möchte die Kinder so spazieren zu Fuß. Ja, jetzt, wo muss ich da durch? Es geht. Das ist ein Muster für Kinderzeug hier, wenn wir sagen, für Kleider zum Raushauen sind das Muster. He? Aha, da habe ich, das ich ein falsch bedient. Echt, oder? Ja, ja, da, da müssen Sie das gehen. Nein, das ist schon, das stimmt schon. Da muss man einfach lesen, das, oder? Das ist ja bei der Karte, das man lesen, ja, aber da wäre nicht draußen. Also, Sie meinen, das sei eine Art Schnittmuster und Sie haben das Gefühl, dass man, man, können, das man sollte man. Daraus lesen können? Einer, der es versteht, also ich verstehe es nicht, aber das ist ja. richtig. Sagen wir so für ein Militär oder so, oder? Das könnte natürlich auch sein, dass das eine Militärkarte ist. Ich bin die Augen hören. Jawohl, aha, das ist ja. Das ist wunderbar. Darum würde ich sagen, jawohl, zu der hinteren Mitte, jetzt, wo so hintere Mitte heisst, so drauf. Ja, oder? Ja. Und von da weg gehen wir jetzt hier im Hinterzug. Zum Einreihen. Da könnte ich also, da könnte ich also jetzt von hier zum Bahnhof haben. Und dann gehen wir hier, wo es hier einzeichnet ist, gehen die vordere Mitte entlang, nicht? Das wäre richtig, ja. Und dann komme ich die hintere Mitte. Ja, ja. Das habe ich hier unten. Haben wir den für 30 Rappen bekommen? Wenn wir nicht da rein schauen, ob sie so etwas haben. Könnten wir auch. Also das, was das ist, also das müssen wir mal im Bauamt oder im Geometer rein. Eben, dass vielleicht eher ein Tiefbauplan ist oder so. Die haben absolut keine Bedeutung, mit Ausnahme von Kirchen und Bahnhof. Dann komme ich ja die vordere Mitte Bruchkante. Dann komme ich hier rein nach hinten, oder? Mhm. Wie geht das echt? Da ist der Bahnhof. Das geht unter dem Bahnhof. Hier haben wir jetzt hier unter dem Bahnhof ist die mittlere Bruchkante 59 jawohl, und hier ist 42 hier oben. Dann müssen Sie einfach nur so. Und dann ist der Hinterzug hier. Ja, dann ist das in der hinteren Mitte 54 oder im 71? Ja, nee, ich komme mit. Im 71. Dann komme ich hier zur Seite Not 7 in diesem Moment. Dann kommen Sie hier an die Verkehrsampel her. Jawohl, das ist die Seite Not 7, wie hier angeschrieben ist. Wie das stimmen? Jawohl, etwa. Jawohl, gut. Ja. Und nachher müssen Sie Richtung St. Gallen fahren. Jawohl. Richtung ja. St. Gallen. Jawohl. Dann ist da vorne wieder eine Verkehrsampel. Jawohl. Dann kommen wir auf die hintere Schulter hier nachher. Nein, da ist eine Verkehrsampel. Ja. Hier beim Bahnhof ist die Tür, die geht da raus. Gut, dann wird in die Bruchkante ja. reingehen, da, nehme ich an. Jawohl, sehen Sie jetzt, ins 59 ja. runter. Ja. Von 58 ins 59. Ja. Dann kommen wir also von der Seitennot durch die Unterführung in die mittlere Bruchkante. Jawohl, gut. Und dort in dieser Bruchkante, dazu? Ja. Ja. Also gerade vis-à-vis vom Bahnhof, kann man sagen. Ja. Bisschen der Abfall so. Also auf die Seite. Auf die andere Seite. Die Ionen, eben, dann komme ich nachher vom 59 in Bruchkante 51. Ja, in Bruchkante 51. Ja. Und dann gehe ich beim Vaterlauf. Beim Vaterlauf könnte ich unten durch. Technikum ist dazu. Aha, aha. Und dann kann man hier ab. Ja. Beim Technikum an der Hauswand noch der ablaufen. Jawohl, ja. Dann kommen Sie zu unterst und jawohl. Runter. Eben, eben, genau, dann kann ich hier die Kanten ab. Hier. Ja. Da komme ich, da, siehst du, da komme ich im Mausneier vorbei, gerade beim 46. Ja. Und ins 66 rein, denke ich. Nachher. Und dann ist 66 rein. Ja, jawohl. Und das, ja, das läuft natürlich nicht ganz genau so gerade. Aha. Oder? Aha. Das ist eben, es macht eher den Bogen wie die ja, ja. hintere Mitte jetzt zum Beispiel. Ja. Eher ja, so. Ja. Ja. Und dann können Sie hier unten raus und das herweg bis auf Utzen. Also Schmerken. Jawohl. Grüß dich. Müsst ihr auch den Test machen? Ich weiss nicht, ich habe ein Ding bekommen, ich muss noch ein Schirmbild machen, nach Kontrolle. Keine Ahnung, was los ist. Das warte schon eine halbe Stunde. Ist ja. Jetzt auch wieder Fischchen gezogen. Habt ihr auch gefischt? Wie? Habt ihr auch gefischt daheim? Nein, nein, ja. Mein Vater hat ziemlich viel Fisch gefühlt. Habt ihr nicht gerne Fisch? Wohl, so weit schon, aber platzmässig geht es nicht so gut. Und habt ihr? Ja, ja, ich brauche täglich. Ja. Ja, wieso arbeitet ihr mit dem? Nein, nein, ganz privat.
Ah ja. Nehmen wir das gleich. Hopp. Das ist eine Delikatesse. Ja, gut. Ist was? Hätte er nicht gerne Goldfisch? Ja. Hä? Nein, ja, also sicher nicht. Also, du brauchst kein Fleisch? Nein. Ja, Fleisch schon, obwohl. Komm. Nein, aber Goldfisch. Das ist wirklich gut. Ja, tipptopp. Wollt ihr mal probieren? Nein, danke. Ich nehme noch Stein aus, wenn das nicht sicher nicht. Leg mal. Aber der hat überhaupt keinen Geschmack und nichts. Mal, mal, der kommt nachher. Wenn es ihn auflöst, kommt es dann schon. Vom Mundgeruch oder so. Ja, hat er nicht mal einen Brunnen? Nein, danke. Du hast schon mal gebrannt, da. Das ist schon. Verstärken. Ja, eben. Also, nein, nein, das verstehe ich so gar nicht. Nein, ja, ich weiß nicht. Wir meinen, es fällt doch nicht auf, wenn wir da ein paar. Jedem das seine nicht. Ja, was essen ihr denn so zwischendurch? Ja, zwischendurch esse ich nichts, ich muss ein bisschen abnehmen. Aha, ja, von denen wird man nicht kriegen. Ja, das kann ich mir so vorstellen. Aber dann müsst ihr noch ein bisschen viel trinken, dass sie weiter schwimmen können im Magen, nicht? Aber eben, im Vieri sollte ich wieder traben. Ich muss mal schauen, sonst gehe ich daheim. Ja, gut. Hey, ich würde mal da rüber. Ja. Das kann ich jetzt sagen. Gar nicht. Ja, wieder okay, schauen. Wiedersehen. Das ist nicht schlecht. Heck, doch nicht. Schluck nicht gut wischen. Eben mit dem Magen. Ja. Nervös, oder? Ja, nein, so geschwür, oder? Ja. Jetzt habe ich bis jetzt habe ich immer das, was Schnecken müssen. Das ist also nicht so lustig. Das habe ich ja schon gehört. Nicht schon etwas? Weinbergschnecken. Ja. Die braunen allein. Nicht. Lebig, oder nicht? Ja, lebig. Sicher. Mit Fisch ging es viel hoch. Ja. Ich könnte probieren. Ja, mal probieren. Ja? Ja. Ja. Das ist komisch. Aber das ist der Unete, wenn ihr nach anschaut. Hä? Es zappelt noch ein bisschen. Da noch einen, ne? Der durchleuchtet. Hä? Es hat gerade einen Fisch schon mehr. Ja, jetzt, ich muss gehen. Ich habe am 4. Oktober verabredet. Ich komme vielleicht morgen wieder. Wieder schauen. Zwei schwarze Tupfe. Seht ihr gar nicht mehr? Sie hat etwas gemacht am Glas. Ja, das sollte doch da sein, aber. Vor einer halben Stunde habe ich denen noch Futter gegeben und dann ist der Fisch. Ja. Haben sie nicht rausgenommen? Das war einer da, vor mir. Wo war einer da? Vorhin. Der war da, weil er gesagt hat, er habe die Magen geschwür, er müsse ein Ding haben. Er müsse Weinbergschnecken essen. Er müsse sich jetzt ankommen und untersuchen. Er denkt, vielleicht kann man einen Fisch nehmen, reingeregt und zack, dann ist er raus. Er kann nicht mehr länger warten, dann ist er raus. Dem Fühler wissen sie nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, aber ist wirklich so. Ja, der Fisch verketscht. Der hat abgeschluckt. Genau. Ja, dann müsse der Fisch noch da sein, wenn sie ihn abgeschluckt haben. Nicht ich. Ja, nicht ich. Einschnaufen. Jetzt den Schnauf anhalten.
Ja genau, das gudert ja noch. Ja, jetzt kommt. Nein, das gudert. Tut mir furchtbar leid. Das stimmt also nicht. Ja, stimmt nicht. Hören Sie doch selber mal. Ja, jetzt bin ich aufgeregt, aber das ist nicht von da. Ja, ich bin ja da rein, am 5 ab 9 hat die Fisch noch gefuttert. Ja, das müsste mir schon zuerst beweisen, was ich da genommen habe. Ja, das kann ich Ihnen schon beweisen. Nein, wenn Sie es genau machen, das kann man beweisen. Das kommt Ihnen nachher raus, also, im Schirmbild. Gut, ist der Fisch drauf wahrscheinlich? Okay. Das ist natürlich blöd, oder? Das gibt ein schlechtes Bild. Ich habe den Fisch nicht. Ich könnte nicht einmal einen Fisch fressen. Verschwiege, ich kann es nicht einmal Braten fressen. Verschwiege, den noch lebendig. Wie hat nach Ihren Beobachtungen das Ungeheuer ausgesehen? Das hat ausgesehen wie ein chinesischer Drache. Zuerst ist der Kopf rausgekommen und dann anschließend der Hals. Und dann hat man den vorderen Oberteil vom Körper gesehen. Hat es denn auch Laut von sich gegeben? Also ich persönlich habe keinen Laut gehört. Aber der Herr da vis-à-vis hat gesagt, er habe einen Laut gehört. Haben Sie schon einmal so Beobachtungen gemacht? Leider nicht bis jetzt, nein. Wie haben die Leute da am G reagiert? Ja, die sind zur Gruppe zusammengeströmt und haben das geschaut. Ah, da kommt die... Hosi! Hosi! Guck mal! Guck mal! Da? Was ist denn das? Hallo? Was ist denn das? Haben Sie sowas schon mal gesehen hier? Hier im Wasser drin? Nein. Ich habe es schon gemacht. Ich habe es schon gemacht. Aber es war eine unheimliche Erscheinung, würde ich sagen. Ja. Wie haben die Leute reagiert am See? Ja, die sind halt aufgesprungen und alles für ihre Glorie, nicht wahr? Ich habe gesagt, eine Chance, dass wir nicht den Feldschächer beenden können. Prima, quando questo uscito fuori, ha fatto... Giù, davvero! E io chiamare patrone, patrone non antiso. Poi questo è andato sotto. Molto grande? Troppo grande. Molto grande così. Sieht aus wie so eine Seeschlange irgendwie. Mal ganz hoch. Und dann ist der mit dem Motorboot gleich losgesaust. Und dann sagte das weg. Ja. Ist nicht wieder hochgekommen. Ist ein Tier gewesen. Ja, sieht aus wie ein Tier. Ein Drachen, ne? Also, wir haben nicht gesehen, was aufgetaucht ist, und wir haben gesehen, was da ist. Dann haben wir gemeint, dass es ein Flugzeug fliegt. Das Flugzeug abgestürzt ist, oder? Weil es hat so aussehen wie so aus einem Schräg. Zum Ding aus und dann ja, hat ein Schiff hat es nicht können sein nach dem ersten Ding, oder? Dann haben wir gedacht, und nachher ist es langsam abgegangen. Und zweimal aufgekommen, ist es noch viel plastischer gewesen. Eine Art wie ein Kopf und dann so eine Wellenlinie. Und hinten ist noch mal ein Stück rausgekommen. Aber nein, also ich habe nur die gewählte Linie gesehen, oder? Es ist also verdammt eigenartig. Es ist traut sie jetzt nicht mehr in den See raus? Mal, selbstverständlich. Es ist doch interessant, vielleicht begegne ich Ihnen mal. Aber wenn es so gross ist, haben Sie denn nicht Bedenken, dass Sie könnten? Nein, ich denke, wenn es wirklich ein Tier ist, dass es bestimmt nicht auf ein Motorboot oder auf etwas loskommt, dann verschwindet es nämlich, wie ein Fisch auch. Können Sie es beschreiben? So, ja. Das war ein Seetrachen. Genau so. Sind Sie gerade fotografieren? Ja. Ich bin gerade mit einem Atem hier helfen. Aber ich merke, es können zwischen 10 über 10 Meter sein. Ja. In der Länge. Auf die Distanz. Ich habe 550, 600 Meter geschätzt. Und bei dieser Entfernung bei 15 und da hat es vielleicht Meter, so, so lang geschillt oder so. Mamma mia, quanto è grande questo! E io ancora, questo è andato sotto, poi è venuto sopra di nuovo, poi intorno ho chiamato il patrone io. Signor Staringo, questo prendere la palla là? Niente sentito. Una pesce, no? Ma non mi sembravano pesce, sicuro no? È uscito tutto di fuori, troppo è finito di uscire di fuori e è andato di nuovo sotto all'acqua. Sì, dopo è uscito tutto, poi è andato di via, due volte è uscito, poi non si è visto più.
Yes. These pups come from Scotland. Maybe that they come from Scotland. The Loch Ness Monster. That's the monster from Loch Ness. Yeah. From Loch Ness. So. Loch Ness. Yeah. Ja, das ist der Zivilstandsbeamte, der sich einführt. Es ist eher Bucher. Grüß Gott. Und du hast alle. Bucher. Grüß Gott. Bucher. Grüß Gott. Danke, Bucher. Danke, Bucher. Grüß Gott. Es sind anwesend Herr Weibel Werner und Bürgi Therese sowie Fankhauser Ulrich und Marlies Therese Wilk. Werte Verlobte, Sie haben seinerzeit beim Zivilstandsamt das Begehren um Verkündung Ihres Eheversprechens gestellt und erscheinen heute wie vereinbart zur Trauung. Innerhalb der gesetzlichen Frist ist gegen Ihre beabsichtigte Eheschließung keine Einsprache erhoben worden und die Prüfung der eingereichten Heiratspapiere hat ergeben, dass keine gesetzlichen Ehehindernisse vorliegen. Die Trauung kann somit vollzogen werden. Herr Ulrich Fankhauser, sind Sie mit dem Vollzug dieser Ehe einverstanden? Dann sagen Sie es mit einem deutlichen Ja. Ja. Fräulein Wilk, sind Sie mit dem Vollzug dieser Ehe einverstanden? Dann sagen Sie es mit einem deutlichen Ja. Danke auch Ihnen. Der Eintrag im Eheregister lautet wie folgt. Am 8. Oktober 1979 sind vor dem Zivilstandsamt des Kreises Bern erschienen, um die Ehe miteinander einzugehen, Herr Ulrich Fankhauser und Marlies Therese Wilk. Ich bin nun. Entschuldigung. Wir sind jetzt doch um jetzt getraut worden. Ja, sie ist jetzt getraut. Nein, das gibt es ja nicht. Warum? So sitzen Sie dann auf den Stuhl von den Zügen. Wie? Das sind Stühle von den Zügen, da sitzt Trautbar. Trautbar sitzt immer auf diesen zwei Stühlen. Ja. Das sind nicht das sind doch, sie sind, ab sofort sind sie jetzt Frau Fankhauser. Nein, nein, nein. Also wir haben den Heirat. Sie haben, ja, das tun wir nachher noch regeln, aber ich muss mich jetzt mit dem Herrn Fankhauser kurz befassen. Sie haben beide Ja gesagt, sie haben zweitens unterschrieben und sitzen auf diesen Stühlen. Vom Brutfahren. Sie hat Ja gesagt, sie sind geheiratet und zwar für 3 Wochen. Sie sind aber amtlich, sind Sie Mann und Frau? Nehmen Sie noch mal Platz, sind Sie so. Wir kommen nachher. Sie können einfach müssen Sie auch zum Chef. Müssen Sie auch zum Chef. Ist der Chef, oder? Wer? Ist das Herr der Chef hier? Der Herr Sali. Der Herr Sali, ja. Ich bin sowieso zu ihm. Ich bin in der Ausbildung. Ich finde die ganze Sache. Und mir ist es auch peinlich, ich mache jetzt das erst seit 14 Tagen. Ich werde jetzt heiraten. Ich gehe jetzt zum Messalis gefragt, wo das ist. Gehen wir zum Messalis jetzt. Ja, Moment, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich gehe geschwind mit. Und dann werden wir schauen, ob wir das so gut wie möglich abklären können. Es ist mir selber wichtig. Ja, aber ich habe noch einen halben Herzschlag. Nein, nur einen Moment. Nein, das können wir können sicher noch etwas draus machen. Ja. Das war auch nicht. Aber die Frage ist, ob wir mit den Ehe einverstanden sind. Das ist doch klar. Ja, wenn Sie heiraten wollen, ist klar, dass wir nicht verstanden sind. Oder wir müssen Sie ja zeugen. Mensch, wenn ich das in meinem Kult erzähle. So haben wir es nicht erwartet. Wir müssen die Flasche reiten. Aber schon. Herr Fankhauser, wir müssen die Flasche. So, ich wollte etwas können regeln. Oh, jetzt. Wenn es Ihnen recht ist, auf die Morgen am 10. am 29. heute in 3 Wochen. Ja, was müssen wir denn? Die Entscheidung. Ja, dir im Globetin, wie das geschieht, wegen dem Fehler vom Zivilstandsamt, nein, oder was? Nein, nicht.
Ja, könnt ihr vorstellen. Es tut uns leid. Das könnten wir also blöd machen. Aber angenommen, Sie kommen jetzt noch eine Einladung über auf Zürich. Was noch? Was? Auf Zürich. An einem Samstagabend. Für was das machen? In einer Sendung vom Schweizer Fernsehen. Würden Sie dann auch absagen oder kommen Sie dann? Jetzt, wenn Sie zugeschlagen hätten, ich weiß, ich werde zugeschlagen hätten, ich versuche den Kabel vom Teller zu holen. Die Sau kommen. Nein, das. Die Sau kommen! Das fährt einfach nicht. Der Ski? Der Ski fährt nicht? Nein. Ja, wenn Sie ihn falsch rum anhaben? Nein, das ist richtig. Ich habe genau alles nach diesem Buch. Alles genau nach diesem. Ja, die Spitze gehen noch nach vorne. Wer sagt das? Ja, ich. Ich habe noch keiner, der die Spitze nach hinten gehabt hat. Sehe. Wer hat Ihnen die montiert? Habe ich selbst gemacht. Nein. Ja, doch, den Ski habe ich auf der Weihnachten bekommen, habe die Bindung gekauft, sehr günstig. So eine Aktion. Vier Schrauben habe ich gebohrt, ne, und habe die Bindung drauf. Aber die gehen nach vorne, die Spitzen. Die Spitzen gehen nach vorne. Das läuft nicht. Nein, das kann so nicht laufen. Das ist ja die Bremse, die da eingebaut haben. Das kann so nicht laufen, so wie so montiert werden. Okay. Und wenn die Spitze vorne ist, da geht's? Ah ja. Sehen Sie, alle kommen mit der Spitze nach vorne. Ach so. Und der Herr auch. Ne? Alle? Ach so, das den ganzen Tag verpfuschen. Ich muss heute Mittag reise ich wieder weg. Darf ich vielleicht noch einen ganz kurzen Moment mal einen Ski probieren? Nur wie das Gleitgefühl möchte ich wenigstens kurz erleben. Ja, komm her, ich krieg mal an. So, Chris, das ist verkehrt. Was ich, Sie haben ja dann zu viel Bodenberührung, wenn Sie draufstehen. Was habe ich? Zu viel Bodenberührung. Sehen Sie, wie ein Ski in der Stärke bin? Sehen Sie? Bodenberührung? Ja, weil Sie die Belastung falten. Na, da habe ich schon gehört vom Wachsen. Ja. Aber ich weiß nicht, dass der Bienenwachs, der bekommt man hier so schlecht. Und das. Ach so. Deutsche Tourist. Ja, die Frau, sag ich dir. Die Frau krümmt sich vor Lachen, weil ich ihrem Mann Ski gestohlen habe. Hat die Frau auch Ski? Ja, ja, sie hat auch Ski. Ja, dann schauen wir, dass wir die Ski auch überkommen, oder? Aber die kennt doch mich, ist riskiert, ja. Ich kann nicht mehr nur. Aber Freddy, dich kennt sie doch nicht. Kannst du nicht die Ski noch versuchen zu holen? Mann, ich habe keine Ski da. Nimm doch die, da haben wir ja. Ah, ja. Ski vom Mann. Sie kennt doch die Ski von ihrem Mann. Ja, ich meine, weißt du was, wir machen aus dir am besten Wart. Da ist das Funkgerät und dann schauen wir mal, wenn wir nicht an die Ski kommen. Komm. Gut, okay. Nimmst du die Ski? Ja. Komm mal! Da ist der Klo und der hat Ski an. Und hat sie falsch montiert. Ja, das ist ein Bekannter, das ist ein bekannter Gauner. Ist ein Mann, ist hinten nachgerannt, ja? Ach so. Der hat doch die Ski von ihrem Mann gestohlen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn nachfahren? Ja, ich weiß nicht. Der ist da hinter ihm hergerannt. Kommen Sie mal aus der Piste raus. Ja. Was hat der für Ski gehabt? Kommen Sie vielleicht nicht. Fischer-Ski, blaue. Blaue? Blaue Fischer-Ski. So wie Sie, die selten sind, machen Sie alle selten. Was machen wir jetzt? Das ist ein alter Trick. Das ist ein alter Trick jetzt da. Ja, was soll ich machen? Ja, meinst du, den kriegen wir nicht mehr? Der muss nein, kennen Sie mir, machen wir so. Ich lasse die Ski mal hier. Ja, und? Geben Sie mir den Ski. Dann lasse ich die Ski, diese Ski hier. Jetzt geben Sie mir den Ski. Und jetzt so. Hier, die gehen nämlich nicht gut, die hier. Ja, sag mal! Ja, meinen Sie, meine gehen besser hier? Ja, sie gehen besser. Jetzt mache ich so. Ich bleibe jetzt hier ja, stehen. Ja, Sie bleiben jetzt hier. Ja, ja. Und wenn Sie dann schlussendlich doch noch irgendwie
bis da hinunter wollen, dann nehmen Sie doch diese Skier hier, ja? Die sind ja verkehrt rum montiert. Das meine ich ja, mit denen kann ich auch nichts fahren, ich gehe jetzt mit dir. Wie? Was? Warum sind die auch vorne? Die merken halt alles. Gottes Willen! Was suchen Sie da? Lift? Und dann hat mein Hauswart einfach hier ins Schlafzimmer reinkommen. Können Sie nicht lesen? Steht ja am Lift. Wohnung. Was soll ich bei Ihnen so machen? Ja, wir machen ja kein Theater. Sie sind ja in unsere Wohnung reingedrungen. Wenn wir Nummer 6 gedrückt haben, können wir etwas dafür, wenn Sie es machen, halten, oder? Meinen Sie, dass wir mit dem ganzen Gepäck in Ihre Wohnung kommen? Ja, das weiß man nicht. Doch, die hat schon geleuchtet, wo wir reingekommen sind. Was machen Sie in unserem Schlafzimmer? Ich bin auf 8, da habe ich gedruckt und bin daher gekommen. Das weiß ich. Kann ich doch nicht dafür. Schauen Sie doch nicht. Jetzt habe ich auf 6 gedruckt und ich bin wieder da. Wo soll ich denn hin? Das ist ja bitte selber. Das kann ich doch nicht dafür. Wenn du auf 7 nicht drückst, dann zeige ich, wieso halten das bei Macht. Wir haben doch auf 7 nicht. Und sie finden das. Ich glaube, wir haben nicht den Kalkulator. Wie können wir den drücken? Das haben wir ja nicht wissen. Ja, das ist meine, das kann ja nur so machen. Ja, sie können ausnahmsweise durch Schuppen oder bei mir, dass sie nicht extra mit dem Umnachten. Da können Sie denken. Nein, 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 nein. Merkst du denn nicht, das stimmt doch nicht. Nein, wenn schon da, das ist jetzt in 2 Jahren noch nie passiert. Ja, sie, aber dann geht doch der Lift nicht. Das ist noch nie passiert. Ja, mir auch. Ja. Sie meinen, Sie, wenn ich verschrocken bin? Das ist noch nie passiert. Ja, ja, schon mal. Das glaube ich nicht. Wir hocken über den Pfohl ins Schlafzimmer rein. Ja, aber du denkst wahrscheinlich, dass Sie den Witz, den Sie mir machen, ehren. Das jetzt bin ich so verschrocken. Ja, wir auch. Sie ja, können Sie nicht aufstehen, Sie mir zahlen. Ja, du nicht, wo man zahlen. Können Sie sich nicht anlegen? Wir zahlen Ihnen dafür einen Kaffee. Nein, ich bin voll wissen. Ich bin voll wissen. Ich bin voll wissen. Wir hauen Eis. Thank you.
Weiter hin, guckt den ganzen. Nicht von hinten war das Horn. Am vorne hat es nicht gehorn, es ist von hinten. Jetzt sind sie das wieder. Seht doch sie. Ja, dann kurze drauf. Nein, der ist verrückt worden, wegen ihnen, weil sie immer gehupet hat. Ja, und ich habe nicht gewusst, wieso. Das ist irgendwie ein Wackelkontakt drin. Nur egal, ja. Nein. Hey, genau, wir machen jetzt ja schon Kontakt, dass es nicht tut. Situation. Hannes, jetzt nimmst du einen Bimsel, einen Farbkübel und eine Leiter, fahrst nach Luzern und tust in der Innenstadt sämtliche Schaufenster zumalen. Alle Schaufenster? Alle. Gut, Sie werden den Auftrag prompt erledigen, Herr Belliot. Sie? Was gibt das was? Wenn wir endlich da sind, sind wir auch froh, hä? Ja, aber das würde mich mal interessieren. Wie sieht das legst du aus, wenn es fertig ist? Ja, aber es kommt auf was für eine Farbe. Ja, aber was ist überhaupt geht, wenn es wird einfach, es wird zu. Wieso zu? Ja, das weiß ich nicht. Das ist halt der Auftrag von meinem Chef. Aber was ist das für ein Chef? Sind Sie so gut? Maler Meier. Ja, meinen Sie, wir müssen doch Licht haben im Geschäft drin? Ja, dann müssen Sie Lampen drin. Haben Sie keine Lampen drin? Mal schon, ja, also. Wir können doch da nicht fest dunkel haben, oder? Also, wenn Sie mich fragen, Ihr Schaufenster soll so nicht so einen Hit. Aber ich meine, das geht mich nicht. Ja, da geht es wirklich nicht an. Ja, dann haben Sie schon recht. Dann möchte ich gleich schauen. Etwas in dieser Art. Also, mal gut, was? Sind Sie, dass es guter Boot ist, wie das hier abgefahren? Ja, ja, das ist gesagt. Wer gibt den Befehl auf? Ja, mein Chef, oder? Ich, das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Er hat gesagt, einfach schön sauber, im Fall das Plakat hat, nicht drüber rein, oder? Und, Beide Fenster? Ja, ja, er hat gesagt, möglichst alles. Ja, unten auch? Ja, ja, dort, Sie sehen, ja, einfach alles da, die ganze Front. Sie, wenn Sie dann heute
für den Schwanenkurt von der Polizei kommen. Nein, warte, wieso denn? Das ist mein Beruf, ich muss doch malen. Ja, wieso soll ich auch telefonieren? Ja, mit wem? Welchem Geschäft sind Sie? Von welchem Geschäft sind Sie? Maler Meier. Ja, nein. Warten Sie mal, was? Wenn Sie. Ist das ein Irrtum? Ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Sie sind gekommen. Maler, malen, wie Sie bestellt haben. Ja, hallo, hallo. Moment mal. Jetzt bin ich doch hier der Löwenstrasse, habe meine Arbeit gemacht. Das macht man nicht. Ist doch in der Ordnung, oder? Es kommt auch etwas so, wie ich sagen das. Ja, meinen Sie, ich mache das gratis? Wir haben den Auftrag. Von Ihnen, oder? Nein, von uns. Das ist doch die Löwenstrasse, oder? Nein, das ist Burgerstrasse. Das? Das ist Burgerstrasse 5. Oh. Alles wieder weggemacht. Maler Meier Geschäft. Ja. Fessler ist mein Name. Ja. Ja, sie hat uns ja bestellt. Ich? Ja, ja, logisch. Nein, nein, hey, jetzt nein, warten Sie doch mal. Ja, nein, also lassen Sie bitte, machen Sie das. Sie Zeit ist Geld, Sie müssen ja zahlen. Nein, ich wollte Ihnen keine Vorschriften ja, aber, machen. Ja, aber was wollen Sie da mit dem machen? Ja. Ist es recht so? Das ist doch nicht ganz wahr. Was? Sie ja? Hey. Ich glaube, der Einzige, was nicht... Fürs Fernsehen? Ja. Wieso? Das ist fürs Fernsehen, wahrscheinlich. Nein, eine Kamera versteckt. Das Teleboy, ja. Oh. Das hat sie sind. Nein, sind ja zwei für 1 Franken, oder? Ja. Sind ja zwei für 1 Franken? Nein, 2 Franken. Eben, das ja. Ist für 1,50 Franken. Ja. Aha. Ja. Oder für 1 Franken sind es kleiner. Ja, aber ich meine ja nicht gerne eins, was sie dir abgeschleckt haben. Das gehört sich doch nicht, oder? Es ist zu viel rausgekommen, entschuldigen. Ja, aber ich meine, das ist ja laut Lebensmittelgesetz ist das bestimmt nicht zulässig, dass man etwas kriegt, wo jemand schon draufgeschleckt hat. Also das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, ich habe nicht draufgeschleckt, ja, aber ich habe ein bisschen oben abgenommen. Ja, also bitte, das ist also nicht so etwas, ist mir noch nie passiert. Da tue ich also reklamieren. So etwas gehört sich nicht. Ich meine, Sie müssen ja wissen, was Sie rauslassen, oder? Sie können sich doch nicht draufschlecken und den Leuten verkaufen für einen Franken. Das ist also etwas. Was ich nicht gehört, das kann ich melden. Das lasse ich mir nicht bieten, ein abgeschlechtes Klasse für eine Frau. Wenn Sie ein anderes? Machen wir es einfach so. Ja, ist für 70. Bitte? Über die, die so. Die da so abhängen, oder? Das sieht doch nicht schön aus. Sie sind nicht. Wenn man das so Leuten so gibt. Ich wieder größer sein. Ja, wenn man es dem Hund geht. Ja. Möchtest du? Hm? Und der ist nicht so heikel wie sie. Wie ist es? Du glässig? Wie ist es? Du glässig? So, jetzt hat, oh, aber jetzt hat der Hund dran geschleckt. Jetzt können Sie es nicht holen. Das haben wir nicht. Wollen Sie für 2 Franken? Schon. Oder nur für 1 Franken? Für 1 Franken, ne? Dann nehme ich ja. Oh. Ich für 1 Franken. Jetzt kommen Sie noch einen rausnehmen. Ja, da bin ich. Ja, da habe ich einen. So. Schön super. Jetzt ist das aber nicht, das übernehme ich doch nicht. Wie? Das übernehme ich nicht, das. Ja, mal, Sie können doch nicht eine Klassik abschlecken, die Sie noch verkaufen können. Es ist zu viel drauf gewesen. Ich sagte, nur für 1 Franken. Ja, da können Sie doch nicht machen mit mir. Sie haben gesagt, nur für 1 Franken. Ja, aber dann machen wir doch nicht so das, mit der Zunge. Ja, wenn es viel drauf ist. Wollen wir nicht eine Klassik abschlecken, eine fremde Klassik abschlecken, die man verkauft? Das ist ja nicht fremd, ich kenne Sie, Sie stehen ja bei mir zu, sonst sind Sie doch nicht mehr fremd. Nein, ich bin doch ein fremder Mensch für Sie, oder?
Ja, im Prinzip nicht mehr. Ich kann sie doch jetzt sehen. Ich bin mit denen nicht heiraten. Nein, das nicht. Ich bin nicht geschmutzen. Wenn ich würde Chef, sie würde ja am ersten Tag wegfliegen, oder? Nein, nein, mit dem Schleck. Ja, das macht man doch nicht. Ein bisschen oben. Ist ja nur das Spitz. Jetzt wird es angezogen. Oder gehen Sie mal ein neues Klassik? Das mache ich also nicht. Also lehre sie für das ganze Leben lang. Das kann ich doch nicht machen. Das hat also nie. Auf der ganzen Welt noch nie geht das. Ja, ich könnte nicht Nahrungsmittel abschlecken mit der Zunge, wo sie nachher verkaufen. Ja, das ist ja steril, wenn es kalt ist. Das macht doch nicht. Das ist steril, das interessiert mich nicht. Das machen wir doch nicht. Ja, dann heben Sie mir das einmal, da lade ich Ihnen. Wenn Sie neues rausholen. Ist jetzt für 1,50. Was? 1,50? Ja. Ja, gut. Ja, aber. Ich muss ein bisschen wegnehmen. Jetzt wäre das also ein Glas. Dann wäre das jetzt also ein Glas für einen Franken. Ja, jetzt. Das ist mir ein bisschen zu meiner Jury, ist mir ein bisschen zu viel rausgekommen. Für einen Stutz. Ja, aber jetzt würde ich sagen, mir passt der Spitz. Dann nehmen Sie den Spitz gerade auch noch. Ja. Jetzt gehen Sie nur 10 Rappen zurück. Ja. Und dann bin ich einverstanden. Der Glas ist stand. Wer? Zu welchem Chef gehört der Glas ist stand? Ah, ich bin selbstständiger Werbender. So, ja. Das ist gut, dass ich das weiß. Du meinst Sie eben anders? Ich meine, wenn man selbstständiger Werber ist, dann weiß man, was man tut, oder? Ja, ja, meine, das können Sie sich nicht leisten, oder? Eben können wir nicht leisten, wir machen ja Hinterschied und haben ja so etwas weggenommen, oder? Das ist doch eine Zumutung, oder? Also, ja. Das ist einfach zu viel, oder? Das ist Ihre Einstellung. Sie müssen mich auch begreifen als Geschäftsmann, wenn ich zu viel rauslasse, oder? Ja, ja, aber ich meine, wenn Sie zu viel rauslassen, dann müssen Sie halt denken, ja, jetzt habe ich halt den Hinterschied gemacht, muss ja vorher schauen. Und im Bündnerland kriegt man also für einen Franken eine Glasse, die so aussieht. Und da muss man nicht... So, eben, das ist ja für einen Franken. Also, wenn Sie es rauslassen. Das habe ich auch Sie da rausgelassen? Ja. Ja. Das geht doch nicht. Wieso nicht? Sie können ja nicht so viel Glas rauslassen für 50 Gramm. Ja, ich nur 50 Gramm von Ihnen angedrückt. Ja, aber da mache ich Sie haftbar. Nein. Das ist wahr für 50 Franken. Also sind auch 50 Franken? Das ist wahr für 50 Franken. Das sind die ganzen Einnahmen vom Morgen, die wir jetzt hier einfach auf den Teppich... durch? Nein, habe ich nicht. Ich will zuerst das Geld und dann hole ich Ihnen etwas. Was? Nein. Sie laufen mir nicht fort vom Platz. Nein. Sie laufen mir nicht vor. Schmidt, Sie sind zuerst durchaus. Nicht meine Chance. Zahlen Sie es. Übernehmen Sie den Schaden. Nein, das machen wir nicht. Ich kann mit meinem Vater in Verbindung setzen. Das mache ich nicht. Zahlt Sie Ihren Vater? Mir ist gleich, wer es zahlt. Sie können mit ihm das auch machen. Mir ist das gleich. Ich zahle das nicht. Ich mache nicht. Sie zahlen es nicht? Nein, ich mache es gerne nicht. Und aufräumen tun Sie auch nicht? Nein, tun ich auch nicht. Wieso nicht? Sie haben sie kaputt gemacht? Nein, ich habe sie kaputt gemacht. Mal? Nein, ich habe es nicht. Das sind Ihre Fingerabdrücke an dem Hebel. Sie haben den Hebel. Sie haben den Hebel zu fest abgezogen. Wenn Sie es zu fest abreißen, dann geht es kaputt. Das ist ein ganzer. Wieso ein Kasten herstellen, der kaputt geht? Schon nicht? Das war noch nie kaputt gewesen. Noch nie. Ja, das erzähl noch Sie, einmal nicht ihr. Das war noch nie kaputt gewesen. Telefonieren Sie meinem Papst fertig. Kommt Ihr Vater nicht daher? Wenn nein, wir nicht der zahlen. Ist in Davos. In Davos ist er. Ja. Haben Sie sich einmal für eine Sendung angemeldet? Wie, wenn das so. Haben Sie mich gefilmt in dieser Zeit? Also, da habe ich schon gesehen. Ja, bleiben Sie jetzt da, sind wir nicht, weil die Kamera da hinten ist. Sehen Sie es? Hey, mein Stern. Ich will nicht. Wenn Sie eine Pause machen, dann Sie lieber Stopp machen und dann beginnt es. Das können Sie ja irgendwann machen zwischen Ihnen. Mhm. Also nicht zu lange Pause machen, immer flüssiger. Ja, ist gut. Prima. Danke. Dann kommen wir in der vierten Stunde. Also. Okay. Bü, Diktat, Bü. Sehr geehrter Herr
Fredriksen. Oktober und komme auf die Angelegenheit wie folgt zurück. Punkt. Ich muss ja bitte putzen. Sempre bu, 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 allora. Bu, Abstand, bu. Wie Ihnen bekannt... Wie und so.
mal schnell deponieren. Sind Sie Reporter? Ja. Von einer lokalen Zeitung? Leck. Gut. Jetzt, sogar war der Lecke kein. Dann sage ich wieder Leck mehr. Ja. Wow. Spiegel dann noch ein bisschen. Gut. Jetzt vielleicht ein bisschen die Frisur ist oder so. Ein bisschen auflackern vielleicht mal noch. Die sind natürlich so, oder? Die kann man nicht schrecken. Nein. Am liebsten ist es ganz grau. Nein. Geht's nicht? Das sind Wellen. Die sind, ja, ja. Sind Naturwellen, gewissermaßen. Ja, wie hörst du vielleicht ein bisschen, oder? Ja. Löffel lockern da. Warte noch. Jetzt noch mal die Dinge, die man noch jetzt aufnehmen kann. Dass wir ein Fälle machen. Da. Wenn wir schon mal Gelegenheit haben, dazu einfach mal ein bisschen. Gut! Heute wird das Mönchen der Lokas in der Dänemark, was man nach der Szene ist. Da kann das eigentlich auch das Mönchen. Nach der Szene. Der Name, sorry. Arecker. Arecker, Sie. Nostravia, Nostravia. Ah, das kann ich nicht. Name ist Arecker. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Journalist. Journalist, die Weltzeitung. Die größte Schweizer Zeitung. Die größte Schweizer. Sind hier vor ein Denkmal? Ist Wilhelm Tell, was ist Wilhelm Tell für Schwitzkrieg gewesen? Ist eine Freiheitsfigur für uns. Was hat er gemacht? Es gibt eine Legende, dass er den Gessler, das ist ein österreichischer Landvogt, Österreich, ja. Aus dieser Gegend vertrieben hat. Er hat gesagt, Greg, also, weggehen, ja. Weggehen. Und was ist das? Heißt, er hat auf ihn geschossen in der hohen Gasse in Küsnacht. Auf hat ihn getötet, Gest- ja. Mörder, hat ihn gemördert. Ein Freiheitskämpfer. Warum hat er ihn getötet? Warum? Weil er das Land und das Volk unterjocht hat. Gessner hat hat. Und was ist die kleine da? Das ist. Das ist sein Knabe. Ist ein Knabe? Ist ja, sein Knabe. Sein Sohn. Dem Gessner sein Sohn? Nein, dem Wilhelm Tell. Wilhelm Tell? Ja. Und warum, was hat der Knabe mit der Geschichte, mit dem Figur zu tun? Gessler hatte hier einen. Eine Stange aufgestellt mit dem Hut drauf. Eine Stange, eine Stange aufgestellt. Ja. Warum? Eine Stange. Dort sollte jeder, der vorbeigeht, sollte den Hut grüßen. Und Tell hat das nicht gemacht. Wer ist Hut? Wer ist Hut? Ein Hut von Gessler war oben auf der Stange. Ein was ist Hut? Hut, weiß Hut was? Eine Kappe, eine Mütze. Eine Mütze? Ja. Hat Gessler angehabt? Mütze. Nein, auf der Stange. Eine Stange? Und auf eine der Stange und da oben war die Mütze. Mütze. Und hat gemacht was? Was und gemacht? Dann sollte jeder, der vorbeigeht, den Hut grüßen. Hut grüßen. Und Tell hat das nicht gemacht. Nichts gehört. Und nachher musste er auf seinen Sohn schießen, auf einen Apfel, der... Der Gessner musste schießen. Nein, der Tell. Der Tell musste. Auf seinen Sohn, der einen Apfel trug. Trug, einen Apfel trug. Ja, auf dem Kopf. Auf Kopf, Apfel trug. Ja, der kleine Sohn hatte einen Apfel auf dem Kopf. Ein Apfelkopf? Nein, Apfel. Einen Apfel, eine. Kennen Sie Apfel? Nein. Eine Birne? Birne war. Ah, Birne, ja. Birne. Etwas Ähnliches. Ein Birne essen, auf dem Kopf. Ja. Eine Birne auf dem Kopf, ja. Und dann schoss er ihm mit dem Pfeilbogen. In die Birne. Durch die Birne, ja. Durch die Birne. Ja. Gut, das ist und schön. Und nachher schoss er ihn in der hohen Gasse in Küsnacht mit dem Pfeilbogen. Schoss er ihn dann tot. Pfeilbogen, so. Ja. Was mit dem Armbrust. In die Brust hat geschossen. Ja. Dem Gessner mit dem Brust in den Arm. Ja. In die Armbrust. Nein, Armbrust, das ist deine Waffe. In den Arm geschossen. In die Brust, dann war er in tot. In die Brust? Ja. In Arm und Brust? Nein, nur eine Brust? Nein, nur in Brust. Brust. Das ist eine neue, das war eine Dichter in Moskau, die ich diese Mal schere, das ist der Deutsche.
gerade einen Test wegen dem Lärm. Mach einen Lärmtest, oder? Wegen der Leute. Hat sie sich noch nie gestört, hier, Modellflüger? Nicht? Machen wir eben einen Test. Ich bei der Flügertruppe, ist wahr? Ja. Eben, ja. Haben Sie auch schon geflogen hier mit ihm? Auch schon geflogen? Ja, ja, die haben schon schon. Aber nicht hier Fernsteuerung, oder? Nein, nein. Noch nie hier? Nein, da nicht. Eben, ja. Wir machen einen Test, oder? Wegen dem Lärm, oder? Dass es eben die Leute stört, oder? Jetzt könnt ihr. Oh, ihr solltet mal schnell die Kinder. Können Sie es wieder mal schnell heben? So heben ja, aber Sie müssen schon den Flüger anschauen, oder? Ja, Sie müssen den Flüger anschauen, wenn Sie schon bei der Flügertruppe waren. Ja, ja, aber. Ja, 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 ist gleich, oder? Einfach immer den Flüger anschauen, oder? Jetzt müssen Sie ein bisschen überheben, hier, jawohl, so. So, jetzt kreist er schön. Sehen Sie? Jawohl. Jetzt kreist er. Okay. Immer schön so heben, es kann überhaupt nicht passieren. Oder? Ja, nur, ja. Nur heben, jetzt geht er schön links. Gut, ich komme gerade wieder. Ja, okay. Tun Sie nur nicht, aber immer auf den Flüger schauen. Ja, ja. Oder Sie als Flügertruppenchef. Oder? Gut, merci. Ich würde mich doch mal wundern, wie das. Entschuldigung, dass ich da ihm ist, wie das geht. Da. Jetzt gerade gesehen, wie der Flüger rauf ist. Das ist schön. Ja, ja. Sie können das noch gut. Sicher noch schwieriger, so, bis man es draußen hat, oder? Ja, ich bin gerade daher gerufen, bin jetzt alles. Jetzt haben Sie. Hat man noch gerufen für den anderen, es hat schnell einen Weg gebeten, wie der Herr ist doch. Das ist ja völlig zum Zeug aus, der Flüger. Richtig, ja. Haben Sie falsch manipuliert, oder so? Nein, ich habe genau das, was man gesagt hat. Ja, schauen Sie mal, wie sich der trüllt. Der macht sich nicht Spass. Mit da oben. Mit dem lässt sich also nicht Spass, dass einem so ein Flüger am Kopf schiessen. Ja, ja, weil was machen denn Sie da für Blödsinn? Ich mache keinen Blödsinn, genau. Ja, schauen Sie mal, wie er kommt. Da ist er. Da. Der andere könnte lieber der andere kommen. Ja, das ist ja gut. Nur Sie sind da gestanden, wo ich gekommen bin. Sie, jetzt, und wäre bei mir Haar abgestürzt. Was machen Sie jetzt? Schauen Sie mal. Völlig, oder? Es ist möglich, dass der die Straße rausgeht. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Da. Ja, ho, ho. Ja, was macht denn Sicherheit, dass der wieder so kommt? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ja, tun Sie das richtig steuern? Wenn Sie da nur den Daumen drücken, glaube ich, schon vorher der so umeinander. Man hat das Hebel richtig in die Hand nehmen, wahrscheinlich. Ja. Der kann natürlich auf die Bahn oder auf die Straße. Ja, natürlich gefährlich. Er hat gesagt, er geht erst den Brünzen, oder? Wieso soll er den Hebel in den Innsbruck? Ja, das ist gefährlich. Ja, was will ich machen? Komm mal hoch! Auf die Leute losladen. Ja, der Latsch ist ja auch vorgegangen, oder? Er hat mich gesagt, nur so. Schauen Sie so. Ja. Ja, hoppa, ja, wenn Sie das Gerät nicht beherrschen, dann müssen Sie natürlich ja, so. Nicht in die Wiese stehen, oder? Ja, ich bin ja da. Du mal hoch! Wo ist denn der?
Ja, Gott, wir müssen endlich das Gerät in der Hand. Sind Sie auch geschuldet, wenn Sie Konsequenzen ziehen? Jetzt kommt er wieder! Doktor, was machen denn Sie? Ach, hi, wenn er so grüelt. Ja, Ihnen kein Dreck. Wie haben Sie denn den dressiert? Spiegel mitbringen, bitte. Ich bin immer da. Aber ich finde also schaurig blau um meinen Grind herum. Und jetzt noch die Gewinne von Lotto und Toto. Und jetzt noch die Gewinne von Lotto und Toto. Darf ich den ersten Hund schon haben? Immer wieder. Hat ein Telefon bekommen, und zwar am Tag vor der Verabgabung der Hunde. Das ist immer ein Stichtag, der für viele Hunde dann kritisch wird. Das ist gerade passiert. Ein richtiges blaues Kringel. Was macht er? Du bist jetzt ein Säule. Jetzt wird's ganz warm. Immer wieder werden Vögelbeize zugemacht. Was nützt's? Kinder. Nein, wie spät haben wir? Es ist gerade eine Ewigkeit. Schnell helfen. Wir müssen schauen, dass die unbebrünzelte Stelle vorne ist. Mach nicht einfach so. So schlechter ich halt dann noch ein bisschen. Ich bin wieder da. Alle miteinander.
Heute berichten wir über die Drogenklinik. Sind auch ein paar Süchtige unter euch? Scheiße. Dünn Scheiß an. Fritz, stimmt's noch mal. Geh auf, steig dich ab. Okay. Lustig, lustig und froh, froh. So. Also, selber machen. Apropos Drogen. Können Sie auch eins trinken heute Abend? Ich habe die Feuerwehr aufgeboten. Ja, es hat nicht etwas, es hat etwas nicht gestummen am Anfang. Ja, so wär's. Das ist schon sehr schön. Gut, hä? Das wär's für heute. Machen, dass wir ins Nest kommen. Sie haben gerade, wie viele Autos haben Sie schon abgeschleppt, haben Sie gesagt? Ja, nein, ich habe doch gesagt, langsam, oder? Ja, das habe ich ehrlich. Ja, das Rockhard, oder? Ja, nein, hören Sie doch auf. Ja, aber schauen Sie jetzt mal das an. Das glaube ich nicht. Ja, aber jetzt will ich eigentlich etwas für. Ja, allweg nicht. Ich habe das Gefühl, das Auto gehe auseinander, wenn ich von Anfang an anfange. Ja, also hat mir von Anfang an gedacht, Sie seien das aber ein Forscher-Typ. Ganz ehrlich gesagt. Ja, nein, jetzt müssen Sie aber aufhören. Ich muss doch die Kupplung langsam zurücklassen, damit... Ja. Sie müssen das Auto nicht anziehen, wir müssen ihn ja abschleppen, oder? Wir haben doch gesagt, wir gegen den abschleppen, wir haben doch nicht gesagt, wir gegen den anziehen. Oder? Machen Sie mich doch nicht verrückt mit so Sachen. Haben Sie Haarpflicht für sich? Das geht doch mich nicht. Ja, allweg nicht. Die Züge habe ich auch noch. Das ist ein Ausländer. Lassen Sie mal, wenn wir das Auto abschleppen, das Auto ist dort vorne angehängt, wo es angehängt hingehört. Und wenn das Auto da auseinandergeht beim Abschleppen... Ja, aber nicht wie eine Rakete los, oder? Hören Sie doch auch auf mit der Rakete los. Ja. Ich bin doch kein Doppel, oder? Nein, das habe ich nicht gesagt, sagen Sie. Ich weiß nicht, im Jahr schon X-Auto, aber es ist noch kein. Ja, 2000, aber da bin ich also nicht ganz ehrlich. Nicht. Ja, aber Sie sind Panne, Hilfe heisst es. Aber schauen Sie mal die Hilfe, die Sie müssen. Sie machen mir das Auto kaputt. Ja, habe ich das Auto kaputt? Ja, natürlich, wäre recht so. Habe ich denn da gefressen, dass es auseinander... Was gefressen? Nein, zocken, auseinanderzocken. Hure Sie. Ja, habe ich da hinten gehabt, oder was? Auseinandergerissen? Er hat da hinten einen bösen Mann gehabt, oder was? Nein, Sie haben vorher gezogen. Ja, da muss ja da hinten einen heben, dass ich ihn auseinanderreisse. Was heben? Schürken hier. Wenn wir so schnell los sind. Ja, sie ist ja schon mal die Polizei, hä? Die Polizei, bitte, dann, die Stelle von der Polizei. 157, 15. Hören Sie die Polizei um? Ja, das mache ich. Wenn Sie gerade wieder weiter. Ja,
Ja, nein, man kann da uns doch gütlich einigen. Ja, was muss ich mich einigen? Ja, irgendwie etwas an Schaden nehmen. Ja. Jetzt habe ich gesagt, langsam anfahren. Kopf, Telli nochmal. Wie? Ist das Ihr Auto? Ja, natürlich. Ja, von wo kommen wir denn jetzt? Ist der da steht? Ja, von Oberwinterthur in die Garage mit. Von wo kommen wir denn jetzt mit? Ja, von unten rauf, da ist er nicht mehr angesprungen. Jetzt habe ich gesagt, da sollen wir anziehen, oder? Ja. Jetzt seht ihr mal. Sind Sie wahnsinnig, so schnell anfahren? Sie sagen, ich soll gehen, rassig. Nicht rassig, ja, seid langsam, nicht verrückt. Ja, ich bin auch wirklich verrückt. Der steht der voll auf Bremse. Was auf Bremse? Ja, klar, Sie müssen nicht sagen, Sie haben nicht bremsen. Ein Auto kann doch nicht verreissen, geht's denn auch? Ja, mies. Dann kommt der Motorrad, das Haus fängt mal an rupfen und hattern, oder? Ja, da hat er. Und dann habe ich noch gewunken und der fährt einfach zu. Der sieht doch eher nicht hinten rein, oder? Ja, der Rückspiel. Dann müssen Sie halt Kupplung drücken. Wenn Sie merken, dass nicht geht, müssen Sie Kupplung drücken, oder? Ja. Ich verreiss doch Ihnen das Auto nicht, das ist ein Schwarte. Ich kann es eben losgelassen. Das ist doch ein fertiger Schwarte, dass der das... Ja, Schwarte. Du musst ja nicht vorbeikommen mit Schwarte, oder? Nein, ist doch wirklich so. Gespart für das Auto. Und dann zusammengesetzt. Ja, blöde Frau, wo wären Sie denn jetzt hergefahren? Auf Oberwinterthur. Auf Oberwinterthur, vom Bahnstreifen. Hier dran? Ja. Nicht wie. Jetzt hör. Ich habe das Licht eingeschaltet, hat die Blinker überall schön, dass so uns gesehen kommen. Das ist doch wahnsinnig, oder? Das ist ein Lebensmittel. Das ist wahnsinnig. Das ist die völligste Regel, die von uns auf der ganzen Welt kommt. Ja, völligste Sache, die man machen kann. Haben Sie jetzt am Oberfahren jemanden auf dem Pannenstreifen gesehen fahren? Das ist immer frei. Das ist nie so frei wie auf dem Pannenstreifen. Ist doch wahr? Der Überholspur wäre viel gefährlicher.